Jesteś szalona, mówię ci. Ist das bei euch auch gewesen, dass da wird auch gebechert ordentlich, oder? Ja. War nicht einfach und das war vielleicht auch ein Grund, ja nicht mit dem Saufen anzufangen, aber einfach mal, du sitzt im Hotel alleine, kippst dir ein, weil du einfach gefrustet bist, natürlich keine Lösung, ne? Smatschnego. Smatschnego. Humor kennt ja keine Grenzen. Nein, gar keine. So, aber in der heutigen Zeit wird uns ja gesagt, es gibt doch Grenzen. Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Gefälligkeitshumor ist für mich für den Arsch. Comedy sollte einfach auch Spaß machen. Und wir können nicht auf jede Minderheit Rücksicht nehmen. Es wird sich auch in der Minderheit, gibt es ja immer noch eine Minderheit, weißt du, von der Minderheit. Und da fühlt sich immer einer diskriminiert. Eine Minderheit terrorisiert eine große Mehrheit. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute tatsächlich auch etwas aufgeregt, denn ich treffe heute einen Mann, den ich schon über 10 Jahre verfolge. Als ich klein war, habe ich schon seine Videos geguckt. Er ist wieder aufgetaucht und hat vor nicht allzu langer Zeit ein sehr virales Video gepostet, was natürlich extrem lustig war. Und deswegen freue ich mich sehr, Marek Fies heute zu treffen. Wir schauen mal, was wird. Was macht man sonst in Berlin um 11 Uhr morgens, außer erstmal schön fertig polnisch essen zu gehen. Ich würde sagen, let's go. Ich sehe ihn schon. Kommt so ein kleines Fangirl in mir raus, wisst ihr? Hallöchen! Ja, geht schon los. Ja. Hallo. Hallo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię. Witam cię. Wir sind in Mitte, muss alles hip sein, deswegen heißt Polish Dainty. Ah, okay. In Polen wird heißen Pierogarnia, ganz einfach. Ne? Ganz also einfach. Das ist typisch polnische Gericht, also Nationalgericht kann man sagen. Hast du schon mal probiert, oder? Ja, ich habe ja tatsächlich ein paar polnische Wurzeln auch. Von meinem Vater nämlich, der ist in Allenstein geboren. Na, ne, aus Polen. Schön, ja. Ja, sehr schön, Masuren, da müsst ihr alle mal hin. Kann man empfehlen. Kann man empfehlen und die Pierogi da auch sehr, sehr gut. Deswegen, ich habe schon mal getestet, aber ich habe Bock. Ich meine, es ist jetzt für uns Frühstück, ne? Und Mittag. Und Mittag. Und Abendessen. Alles. Was sind denn so die Standard-Pirogi? Also das typische, das siehst du da oben, das typisch polnische ist die Nummer 3. Nummer 3. Das hieß aber früher, vor dem Russlandkrieg, hieß das, also Russland-Ukraine-Krieg, hieß das russische Pirogi. Und jetzt haben die es umbenannt in ukrainische Pirogi. Okay, und dann heißt es jetzt bald wegen dem Israel-Krieg dann israelische Pirogi. Ukrainisch-israelische Pirogi. Genau, wir müssen uns nämlich anpassen. Und du bestellst natürlich klassisch jetzt auf Polnisch, ne? Damit das, natürlich. Das wär, wie sieht das aus? Wenn ich auf Deutsch bestelle. Panie, możemy u was coś zamówić już? Momencik. Aha, wir kommen am Tisch. Aha, Service, ne? VIP. Okay, wie heißt das? Dwa Mandarin? Dwa soki z mandarinką. Dwa soki z mandarinką. Kriegst du schon polnischen Pass gleich. Sehr gut. Was gibt's Neues bei dir? Was ist so aktuell bei dir im Leben? Ich habe ein Buch geschrieben und da im Anschluss schließt sich dann meistens so bei mir eine Lesetour an. Und ich habe ja meine Bühnenkarriere, zumindest als Komiker, habe ich sozusagen erst auf Eis gelegt, weil ich schwere Phase hatte, Sucht und Depression und so. Und die wollen dann aber natürlich, dass du dann in 80 Städte auf Tour gehst, jeden Tag woanders. Und ich habe diese Mühle, habe ich 6, 7 Jahre gemacht oder fast 10 Jahre gemacht. Und ich weiß, was das für Risiken hat. Ne? Vor allem für Menschen, die vielleicht so ein bisschen ja, labiler sind, sensibler sind, ist das gefährlich. Geht natürlich auch ums Geld, ja? Aber das wird kommen. Dann drehe ich ja mit dem Caritos, mit dem Lutzek, hast du vielleicht schon gesehen, machen wir so Videos für Instagram, die sind super angenommen. Wo ihr bei dem Fitnessstudio seid zum Beispiel, da hat mich sehr gefallen. Hier, ja. Knack ein bisschen, knack. Geh zu Chanel. Knack ein bisschen, läuft doch gut. Wie man sieht, ich war nicht lange da. Ja, das macht mir richtig Spaß. Und auch eigene Sachen. Ich weiß nicht, ich habe einen Clip gemacht, letzte Döneration. Darauf wollte ich dich ansprechen. Das habe ich gesehen und das war für mich, glaube ich, so der Punkt, weil ich verfolge dich ja schon über 10 Jahre. Ja. Und für mich war das so das Video, das erste nach langer Zeit, was, glaube ich, wieder richtig bei vielen angekommen ist, was richtig geknallt hat, oder? Das hat mich so umgehauen, weil ich dachte, so blöde Idee gehabt, komm, machst du das jetzt. Ja. Weil die gehören verarscht in Grund und Boden. Ne? Und euch kümmert es nicht, dass die Dönerpreise immer weiter steigen? In Berlin kostet der Döner 6 Euro, in Stuttgart 7, in Hamburg 8, in München 9, in Hotel Berlin Adlon Kurva mittlerweile 29. Das ging wirklich, ich weiß nicht, 1,5 Millionen und so. Ja. Und das als kleiner Account, ne, den ich ja eigentlich noch auf Instagram bin. Ja, aber ich würde dir gerne das Video zeigen. Für mich ein sehr besonderer Moment auch, weil mit diesem Video habe ich dich kennengelernt. Ich glaube, warte, ich guck mal drauf, es war vor 11 Jahren, das heißt, ich war auch so 10. Und dann hast du dieses Video gedreht. Die Super-Nanny. Polen-Nanny. Die Polen-Nanny. Ja. Also bis heute mein tatsächlich erfolgreichste Video. Ja. Auch nach 10 Jahren, wie du jetzt sagst, sprechen mich noch Leute an darauf. Ne? Ja, 2,6 Millionen habe ich gerade gesehen. Das ist auch schon eine heftige Zahl. Ja, aber das war noch viel mehr. Das wurde immer wieder wegen Rechten von RTL 2 gelöscht. Du hast ja viel verarscht. Ne? Du hast Supertalent. PSDS, Polen sind Superstar. Ne? P
Raus aus den Schulden haben wir rein in die Schulden gemacht. Und was war das noch? Pole sucht Frau. Pole sucht Frau, ne? Genau. Auch Hammer. Mit meiner Ziege Żubrówka. Ne? Ich habe mich dann für die Ziege gegen die Frau entschieden. Die musste den Hof verlassen. Damals, als so deine Hochphase war, als wirklich jeder genau dich verfolgt hat und wusste, was du aktuell machst, da hattest du ja wahrscheinlich auch sehr viele prominente Bekanntschaften, Freunde will ich jetzt nicht sagen. Und ist das dann alles auseinandergegangen, weil dann irgendwann die politische Differenz so groß war? Teils, teils. Also ich nenne das, das ist so wie Ebbe und Flut. Ja, wenn es alles gut läuft, dann hast du, ist das Meer voll. So, dann habe ich Ebbe gehabt. Oder es ging nicht mehr in dem Tempo vorwärts, weil ich muss sagen, ich habe relativ schnell, ich war noch sehr jung damals, ich habe relativ schnell bin ich nach oben gekommen. So. Und dann wurden mir Sachen versprochen, Sendungen versprochen. Ich saß bei Endemol und die haben gesagt, nach dieser Sendung, wo die Polen-Nanny lief, die ist Fun Club, ja, jetzt komm, du musst zum Chef gehen. Und dann saß ich da und wir machen mit dir die Sendung und die Sendung und du hast freie Auswahl, du kannst einladen, wen du willst. Und dann sollte ich bei Tele5 eine eigene Sendung bekommen. Ich saß schon am Flughafen und sollte eine Late-Night-Show bekommen. Ne? Und dann ruft mich meine Managerin an und sagt, ja, die haben mir jetzt doch nicht Nein gesagt. Also ja, du hast schon eine Stimme gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und das ist dir 3, 4, 5 Mal passiert. Und das ist das Showbusiness. Das heißt, die sagen heute so, ne? Heute drehen wir mit dir. Und morgen sagen die, ach nee, wir haben uns doch da entschieden, oder wir drehen nicht. So richtig direkt sagen die das nicht. Aber ich weiß ja ganz genau hinter den Rücken, dass die gesagt haben, na, passt uns doch jetzt irgendwie nicht. Aber für dich muss man erstmal mit diesen Rückschlägen umgehen. Ne? Also das war nicht einfach und das war vielleicht auch ein Grund, ja nicht mit dem Saufen anzufangen, aber einfach mal, du sitzt im Hotel alleine, kippst dir ein, weil du einfach gefrustet bist, natürlich keine Lösung. Ne? Aber du musst dir vorstellen, du trittst vor 500 Leuten auf, 2 Stunden Adrenalin pur, die Leute wollen mit dir Fotos machen, kaufen deine T-Shirts und so weiter, Autogramme schreiben und dann ist das alles aus, du sitzt allein in diesem Hotel, da siehst du die Minibar und denkst dir, oh, mein einziger Freund jetzt. Ne? Dieser Rausch von Adrenalin hoch, runter, du kriegst die Sendung nicht. Plötzlich denkst du, alle Leute umarmen dich, du bist auf dem Deutschen Comedy-Preis, die Leute, die du vorher im Fernsehen gesehen hast, wollen mit dir reden. Aber das ist größtenteils nur oberflächlich. Und aus dieser Zeit sind mir wirklich 3 Leute geblieben, kann ich auch nennen, Ingmar Stadelmann, Thomas Nicolai und Don Clark, so mein engster Kreis, so, die jetzt noch mit mir zusammen sind. Ja, also würdest du sagen, dass ich in den letzten Jahren, was Comedy angeht, weil eigentlich Humor, Comedy soll ja bedeuten, dass man die aktuellen Themen auch politisch kritisch hinterfragt. Weil sonst, warum macht man dann Comedy? Ja? Du bist so eine Art Opposition zur Regierung. Genau, und dann hat sich ja, wie du das gerade erzählst, wahrscheinlich in den letzten Jahren einiges geändert, denn wenn ich jetzt zum Beispiel Comedy anfangen will, darf ich da überhaupt irgendwelche Witze machen, die politisch aktuell sind, und wenn ich mich kritisch dazu äußere, dann bin ich wahrscheinlich nach einer Runde sofort raus. Also man muss sich dann schon unfassbar anpassen und dann bedeutet das ja aber auch, dass alle Comedians, die jetzt sehr erfolgreich sind, dass sie sich eben so angepasst haben, um so erfolgreich zu werden. Ja, natürlich. Ja? Also da gibt es ganz viele Speichellecker, Arschkriecher nenne ich das. Auf der Bühne machen sie das quasi, was die Regierung sagt. Aber wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagt er, ja, du hast schon recht, aber wenn ich das jetzt mache, dann werde ich nicht mehr in die Anstalt eingeladen, da werde ich da nicht mehr gebucht und so. Was passiert, ist Framing. Du wirst ja, hier sitzen ja 2 Rechte, könnte man jetzt sagen. Ich habe ja diesen Artikel gelesen über dich da in Bell Tower News. Also jedes zweite Wort ist ja reaktionär, rechts, Neurechts. Ja. Ne? Das ist ja eine Katastrophe. So. Das Problem ist aber, dass für die Leute, die ich nicht kenne, dieser Artikel bleibt ja. Der ist, glaube ich, auf Platz 4 der Suchmaschine. Ne? Mhm. Das heißt, die Leute googeln, wer ist das? Haben schon ein Bild im Kopf, ohne dich zu kennen, ohne mit dir gesprochen zu haben. Mhm. Weil die haben ja bestimmt nicht mit dir gesprochen, oder? Von Bild. Ja. Ja. Ne? Ja. Oh, das war Russisch, danke. Ukraine. Siehst du, ich mache schon den Fehler. Smatschnego. Tatschnego, Matschnego. Los geht's. Für dich ist ja Sarkasmus oder Humor kennt ja keine Grenzen. Nein, gar keine. So, aber in der heutigen Zeit wird uns ja gesagt, es gibt doch Grenzen. Ne? Jetzt haben wir Krieg, ob Ukraine oder jetzt in Israel. Egal, darüber sollte man keine Witze machen, denn es werden Menschen verletzt. Aber wenn man an die Sache so rangeht, dann wird immer jemand verletzt. Das ist ja auch Humor, das ist ja Comedy. Ne? Du kannst du hast ja, glaube ich, mal gesagt, ich mache mich über alle lustig, aber ich mache mich auch über mich selber lustig. Ja, ne? Genau. Also nur wenn du jetzt nur austeilst und nicht über dich was machst, dann finde ich das einseitig. Da finde ich das auch nicht in Ordnung. Aber Serdar Sumuncu hat mal gesagt einen Satz, und der passt wie Arsch auf Eimer. Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Und weißt du, so sehe ich das. Also es gibt Grenzen, zum Beispiel über krebskranke Kinder oder sowas, das macht man sich nicht lustig. Ne? Aber sonst, wenn du mit einer Schere im Kopf schon rumläufst, dann brauchst du gar nicht auf die Bühne gehen. Gefälligkeitshumor ist für mich für den Arsch. So, jetzt essen wir mal. Habt das gehört? Ja, da pass auf, du musst einen jetzt mal einen machen probieren. Wir tauschen. Machen wir tauschen. So, was ist das jetzt nochmal? Kartoffeln und Quark.
Lecker! Also Essen war sehr lecker, muss man sagen. Top Empfehlung, kommt alle hier hin. Und jetzt gibt es noch ein kleines Geschenk für dich. Oh. Ja, Mensch, ich komme nicht mit leeren Händen, das macht man nämlich nicht. Ne? Ja, super, ich bin mit leeren Händen gekommen. Wir haben nämlich auch einen Sponsor für das heutige Video, denn anders können wir uns das Ganze hier nicht finanzieren. Ich möchte natürlich auch meinen Kameramann bezahlen und das Essen, denn Marek frisst mir hier die Haare vom Kopf. Und genau. Sie haben mich eingeladen, muss man sagen. Eigentlich sehr untypisch polnisch. Ja. Ja, ich muss mich revanchieren. Ja, gerne, machen wir so. Genau, deswegen haben wir heute einen schönen, wow, Hörnerstift. Auch mit, vielleicht siehst du das hier, deinen Namen drauf. Der Sponsor des heutigen Videos ist Hörner. Eine Kooperation, die mich und meine vielseitige Arbeit schon lange unterstützt. Mein Affiliate-Link befindet sich natürlich in der Beschreibung. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Ich würde sagen, gerne, gerne. Prosche, prosche. Gehen wir mal weiter, denn wir haben nur einiges auf dem Programm heute. Ne? Ja, ja. Hier wird nicht nur gechillt. Die Zeit rennt. Hier wird gelaufen. Los geht's. Ach, du bist ja mit 5 bist du nach Deutschland gekommen, ist das richtig? Ja, ist richtig. Ja. Und dann bist du auch hier geblieben, erstmal. Ich bin zuerst in Niederrhein gekommen, an die polnische Grenze, eine kleine Stadt, und ich Kleve. Und da sind wir 95 nach Berlin gekommen. Habe ich hier, man glaubt nicht, aber ich habe wirklich Abitur gemacht. Der war so schlecht, der Abischnitt, weil ich habe zu viel gefeiert, ne? Weil die Berlin, ja, zum Feiern so, war schon eine geile Zeit. Um 5 aus dem Club und dann um 7 zur Schule, ne? Boah, hardcore. Ja, jetzt mit dich ja drei Tage ausnüchtern. Genau, und dann noch Therapeuten. Und nach dem Abi, ich glaube, ein paar Jahre später fing das dann an mit deiner Comedy-Karriere, ja, genau, oder? Ich hab dann, bin nach Bremen gegangen, hab erfolglos studiert. Was hast du studiert? Geschichte und Soziologie. Abgebrochen natürlich, hätte ich damals schon bei den Grünen eintreten können. Dann war Berlin zurück und da gab es Quatsch Comedy Club. Damals war Comedy nicht so, da gab es den Quatsch Comedy Club. Das war so das Nonplusultra. Ne? Mhm. Das war noch nicht so verbreitet, wo du jetzt hier an jeder Ecke hier, ne? Stadt, ja. Hast du hier so Open Mics und sowas. Und da habe ich so gelesen, da gab es so Talentwettbewerb, DSDS für Comedy. Ne? Und ich dachte mir so, okay, alles klar, du bist wieder zurück in Berlin, du lebst jetzt gerade von Kindergeld noch und BAföG, obwohl ich nicht mehr studiert habe. Meine Mutter war enttäuscht, dass ich da geschmissen habe. Und da habe ich mich auf diesen Talentwettbewerb beworben und dachte, da meldet sich sowieso keiner. Aber 2 Tage später kam mir ein Anruf und die haben gesagt, ja, du kannst kommen. Das war so, da waren 10 Comedians pro Show. Die ersten 3 haben sich für die nächste Runde qualifiziert. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Du hast 5 Minuten, die Leute haben nicht geboot. Ich habe das überlebt, ne? Schweiß gebadet. Und bin immer in der Runde weitergekommen, war dann im Finale. Und eigentlich hätte ich das Finale gewonnen. Die das gewonnen haben, haben nur gewonnen, weil die aus Berlin kamen und ihre ganzen Leute mitgebracht haben, weil da ging es nach Applaus. Und ich habe 10 Leute vielleicht mitgebracht und war ganz knapp hinter denen. Ne? Oh, krass. Deswegen war das schon ein bisschen beschissen. Und da habe ich echt mich an dem Abend richtig weggesoffen, hab's dann auch alles geküsst, was wollte, und hab da ein bisschen geweint, ne? Weil ich so traurig war, weil der gewonnen hat, hat einen Auftritt im richtigen Quatsch Comedy Club bekommen. Mm. Und ich dachte so, krass. Aber dann, ich gucke auf mein Telefon, eine Woche später hat mich die Chefin von Quatsch Comedy Club, die ganzen Künstler da einstellt, angerufen und hat gesagt, ja, du, ich habe gute Nachricht für dich. Wir fanden die so lustig und eigentlich hättest du gewinnen müssen. Du darfst auch auftreten. Nein. Ja. Oh, geil. Und das werde ich bis heute nicht ernst nehmen. Ich habe auch gerade ganz hart bekommen. Weil das für mich so der Start war. Ne? Da bin ich da aufgetreten und zufällig saß dort im Publikum, weiß nicht ob zufällig, ein Typ, der für Brainpool arbeitet. Der hat mich dann irgendwie auch gut gefunden. Und dann mit dem habe ich mich getroffen und dann habe ich da wirklich meinen Managementvertrag dort unterschrieben. Es ging also quasi von 0 auf 100, ging es richtig krass los. Ja. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, war geil. Aber ich glaube, es ist besser, wenn du so ein bisschen organisch wächst. Weil du kannst ganz schnell nach oben schießen, so. Aber die Luft da oben, die ist sehr dünn. Und sich dann zu behaupten, ich habe das ja 10 Jahre gemacht, das ist schon eine Leistung. Ich habe sehr viele Leute auch kommen und gehen sehen. Ne? Also natürlich auch Leute an mir vorbeikommen sehen. Zum Beispiel Luke Mockridge, kennst du? Ja. Der war damals Praktikant bei Brainpool. Und hat mir Kaffee gekocht und hat mich so gefragt, du bist ja schon dabei, wie kann ich auf die Bühne kommen, ich würde das auch gerne mal probieren. Mark Forster war Praktikant bei Kurt Krömer, bei dem bin ich aufgetreten, Mark Forster hat mir auch Kaffee gekocht. Ach krass, fällt mir was ein zu Kurt Krömer, der hat ja jetzt mit seiner Depression, die er hat, macht er jetzt ja auch wieder Geld. Ja? Also er vermarktet auch die schlechten Dinge in seinem Leben wieder. Du hast aber ganz entschieden gesagt, dass du das lieber dann, du hast zwar mal öffentlich gemacht, dass du diese Probleme hast, aber ne, machst das jetzt nicht noch auf einer Marketing-Ebene. Warum ist das bei dir so und bei den anderen anders? Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich war damals der Erste aus dieser Comedy-Szene, das war 2016, der gesagt hat, ich kann nicht mehr, Schluss, aus. Aber ich habe das nicht vermarktet. Ich bin einmal nur zu Stern TV gegangen. Ich finde es positiv,
dass dieses Thema so ein bisschen enttabuisiert wird. Ne? Negativ finde ich, wenn du dann quasi rumgereicht wirst wie ein Wanderpokal von Talkshow zu Talkshow. Das will ja der Verlag natürlich auch, ne? Dass das Buch verkauft wird. Ich weiß jetzt nicht, ob bei ihm jetzt das in irgendwelche soziale Projekte fließt, ne? Mit Teil der Einnahmen. Aber das ist natürlich Riesenumsätze. Ne? Ich weiß nicht, ob ich im Nachhinein das genauso machen würde, weil für mich haben sich leider viele Türen geschlossen, weil die Leute dann gesagt haben, ist das stabil? Habe mich immer angeguckt, hat er da wirklich eine Cola oder ist da noch Whisky drin? Jede Anfrage, die kommt, bezieht sich oft auf das Thema Alkohol und Depression und so. Und das heißt, du wirst da schon so stigmatisiert. Im Endeffekt, ich muss mir in den Spiegel gucken und da hängen ja auch viele Jobs dran. Und wenn ich besoffen auf der Bühne stehe und da kommen 300 Leute, die haben sich Hotel genommen, Anfahrt genommen, aber dann sage ich das nicht, ne? Da kannst du das nicht beantworten. Das heißt, du hast ja dann damals alle deine Shows abgesagt, ne? Ich habe alles abgesagt, direkt rein. In der Entzugklinik und war schwerste, nicht schwerste Zeit in meinem Leben, aber war kurz vor knapp, würde ich mal sagen, sonst könnten wir die Videos hier nicht machen. Wie geht's dir jetzt? Also dass die Probleme sind weniger geworden, hattest du ja mal gesagt. Ja. Du hattest aber, glaube ich, auch mal gesagt, dass die Depressionen für immer bleiben. Ja. Du wirst ein Leben lang, meine Erfahrung auch mit Leuten, die ich in der Klinik getroffen habe, mit Therapeuten beraten habe, du bist dein Leben lang suchtgefährdet. Ne? Du bist dein Leben lang suchtgefährdet. Du musst jeden Tag aufs Neue dich erkämpfen. Es wird leichter. Aber die Dämonen sind da. Ich liebe das Leben und ich möchte noch ein bisschen hier sein. Aber wie würdest du das generell sehen? Weil du wurdest jetzt ja, also von 0 auf 100 warst du ganz oben und dann von 0 auf 100 aber auch leider wieder ganz unten. Ja, genau. Wenn du jetzt wieder anfangen würdest, könntest du wahrscheinlich nicht gleich anfangen, wie du aufgehört hast, weil sich ja auch die Umstände verändert haben. Ne? Ja, man sagt, das ganze Comedy-Umfeld hat sich verändert. Also die Art der Comedy hat sich verändert. Früher hast du wirklich kein Blatt vor den Mund genommen und am nächsten Tag hattest du keinen Shitstorm. Ja. Sondern die Leute haben sich auf der Straße gesehen und gesagt, geil, die Nummer war gut. Und heute musst du dir quasi überlegen, du musst die Texte einreichen und dann kann sein, dass der Text da nicht genommen wird. Das habe ich auch schon gehört, ne? Dass sie sagen, das können wir nicht machen. Und das ekelt mich so ein bisschen an. Ne? Also das nimmt mir die Freude an dem, was ich eigentlich liebe. Comedy sollte einfach auch Spaß machen. Und wir können nicht auf jede Minderheit Rücksicht nehmen. Es wird sich auch in der Minderheit, gibt es ja immer noch eine Minderheit, weißt du, von der Minderheit. Und da fühlt sich immer einer diskriminiert. Eine Minderheit terrorisiert eine große Mehrheit. Mhm. Das ist so mein Eindruck. Genug über Minderheiten geredet. Wir machen uns jetzt weiter auf die Fahrt, denn wir fahren jetzt wohin? Ja, ich wollte dir heute meine Plätze zeigen, wo ich mich rumtreibe, mein Umwesen rumtreibe. Und wir fahren jetzt an den Riedesheimer Platz. Sehr gut, schon bis gleich. Aber heute ist für mich ungewöhnlich. Die Frau zahlt das Essen, die Frau macht mir Geschenke, die Frau fährt. Ich fühle mich gar nicht wie ein Pole heute. Wir passen uns der Gesellschaft an, ist alles verdreht sowieso. Ja. Hörst du viel Musik? Ja, kann man sagen, viel. Das ist hier. Aber das ist wirklich Erinnerung. Ja. Du musst ein bisschen Fenster aufmachen, ein bisschen Stimmung machen hier. Jetzt alle. Jesteś szalona, mówię ci. Sehr schön, was kannst du wreszcie śnić? Ja, finde ich cool, dass du das kennst. Also, das war echt auf so Hochzeiten und auch Geburtstagen von meinen Großeltern läuft es immer. Dann irgendwann ist es drin, ne? Geht nicht mehr raus. Ist das bei euch auch gewesen, dass da wird auch gebechert ordentlich? Oder? Ja. So, ich glaube, wir sind gleich auch schon an unserem Ziel. Ist nicht mehr so weit. Deiner fast zweiten Heimat. Du hast hier gewohnt, ne? Ja. Wäre ich da mal nicht ausgezogen, ey. Oh, scheiße. Hast du bereut? Ja, sehr, sehr, sehr. Musstest du ausziehen oder dachtest du, jetzt machen wir was Neues hier? Ich bin mit meiner damaligen Verlobten zusammengezogen. Oh, du warst verlobt? Ja, du warst sogar verheiratet. Echt? Ja. Ah, okay. Ja, man macht Fehler. Ich mache davon viele. Also du warst also mit der gleichen Frau einmal verlobt und dann wart ihr verheiratet? Genau. Ich habe auch einen kleinen Sohn, also jetzt ist mehr so klein. Der lebt bei seiner Mutter, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Auch in Berlin? Bitte 10, nee, im Ausland. Und schaffst du es dann oft, deinen Sohn zu sehen? Leider nein. Also das ist das schlimmste Gefühl, was du überhaupt bekommst, muss ich mal kurz sagen, weil er fliegt alleine. Also so ein Programm, wenn du noch nicht 12 bist, brauchst du so einen Betreuer, ne, der mit dir mitfliegt. Ich habe schon bevor er landet, also wenn er landet und ich läufe da durch diese Tür oder ist da gelaufen, da ist das schönste Gefühl, das du dir vorstellen kannst, kann man nicht beschreiben, ja. Wenn er da auf dich zuläuft. Aber beim letzten Mal, ich habe so geweint, weil er geweint hat und er wollte einfach nicht gehen. Ne? Und da war für mich so, Kind weint und will nicht gehen. Also das ist ein Horror. Das ist wirklich, ja, also deswegen so Scheidung und so, das ist alles ganz, ganz schlimm. Ganz ja. So, hier sind wir jetzt am Riedesheimer Place. Wir sind hier in the place to be für mich. Der Riedesheimer Platz. Hier oben findet immer jeden Sommer, die Berliner werden das wissen, ein riesen Weinfest statt. Ich war da auch sehr oft zu Gast. Du könntest auch.
Du könntest auch so Stadtführer sein. Ich könnte Stadtführer sein, ja. Aber Lohn ist mir zu schlecht. Manchmal denke ich auch wirklich, Berlin ist Ehrenhaus. Aber hier habe ich immer Ruhe. Ja. Wie sieht es bei dir in der Zukunft aus? Gibt es irgendwie noch so, man hat ja irgendwie so innerlich manchmal so eine To-Do-Liste, so ich möchte unbedingt noch ein Buch schreiben, hast du ja, jetzt kommt ja wahrscheinlich nächsten Sommer, hast du gesagt? Ja, ich hoffe. Ja. Ich hoffe, ja. Je nachdem, was du da aushandeln kannst. Genau, genau. Ne? Was ich gerne machen möchte, so diese Videos, weißt du, was ich mir gesagt habe nach diesem Ausstieg damals? Mhm. Ich mache jetzt nur noch Sachen, auf die ich Bock habe. Ich will auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, auf die ich Bock habe. Und als ich das gemacht habe, weil vorher musstest du in die Produktion, dann mochtest du diese Leute da nicht sehen und musstest da irgendwelche Sachen machen, auf die du keinen Bock hattest, die im Skript standen und so. Und jetzt machen wir einfach das, worauf wir Bock haben. Und seitdem ist das für mich irgendwie wie so Neugeburt. Freiheit, weißt du? Also ja. Freiheit zu machen, was ich will und nicht ein Sklave von irgendjemandem zu sein, weil er sagt, naja, wenn du da jetzt das nicht performst, dann kommst du aber nicht in die Sendung und so. Ne? Mhm. Ist mir scheißegal, ich will da auch gar nicht hin. Wenn wir jetzt mal weggehen von dem ganzen Schwachsinn, der hier läuft und abgesehen von allem Materiellen, was hast du noch so für Wünsche für dein Leben? Ich wollte schon immer goldene Hochzeit machen, aber schaffe ich nicht. Ne? Weil jetzt schaffe ich nicht mehr. Mit meinem Lebensstil bin ich froh, gib mir noch gute 20 Jahre. Mir ist Familie unglaublich wichtig und Freunde. Und das soll so bleiben, wie es ist. Ich schöpfe da meine Kraft raus. Und ansonsten einfach glücklich sein. So. Das ist so ganz einfach. Ich kann glücklich sein mit dir, wenn wir Pierogi essen. Ne? Das sind so wirklich, ich bin so mit Kleinigkeiten, ich bin primitiv, aber glücklich dann. Ja. Und so, ich glaube, man sollte nicht zu groß denken. Weil ich habe in meinem Leben sowieso immer Plan A gehabt und es kam Plan F bei raus. Ne? Ja. Also kann man nicht planen. Und seit der ganzen Scheiße mit dem Alkohol ist es so, dass ich wirklich auch mehr jetzt so jetzt Blumen mich interessiere oder keine Ahnung, da ist ein Vogel. Für ich gedacht, du hast einen Vogel. Ne? Was interessiert mich das? Ne? Du weißt Dinge viel besser zu schätzen. So, dass ich früher nicht wusste. Früher war es mir egal, ob ich 500 Euro versoffen habe oder dann auch mal in Puff gegangen bin. Ja? Und heute denke ich mir so, was ist mit dir damals passiert? Ja. Also was war mit dir los? Heute ist mir wichtiger, meiner Mutter irgendwas Schönes zu kaufen. Ne, habe ich früher auch nicht so gemacht, obwohl ich das Geld hatte. Habe ich es nicht gemacht. Ich war ein ziemlich egoistisches Arschloch, muss man sagen. Und, du meinst zu der Phase, wo es... In der Phase, ja. In der meiner Hochphase des Konsums. Und das versuche ich so Stück für Stück wieder mir zurückzuholen, zu der ich früher mal war. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass jeder mal weiß, also oder sich daran erinnert, wo er herkommt oder wo man vielleicht irgendwann später landen kann? Ne? Weil es sind viele, die da oben sind und dann auch egoistisch werden und sich abheben von den anderen. Mhm. Aber wie du gerade sagtest, am Ende sind es doch nur die kleinen Dinge oder die einfachen Dinge, die man vielleicht auch vorher schon hatte, wie Familie oder einfach... Auch so ein Gespräch, sowas. Ja. Ich weiß, wie die Luft oben ist, ich weiß auch, wie die Luft ganz unten ist. So, ich war ja obdachlos kurze Zeit leider. Und da möchte ich nie wieder hin. Und diese Angst davor, die treibt mich natürlich jeden Tag um. Als Selbstständiger natürlich noch mehr Künstler und so. Ne? Wir wissen nie, wie die Zeiten sind, so wie jetzt, schwierig und so. Aber ich glaube nicht, dass jeder diese Extremerfahrung machen muss. Also ich war ja auch nie arrogant. Also finde es keinen Menschen, der sagt, Marek ist arrogant zu mir gewesen und hat mich unfair behandelt. Habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich war nur mit mir selber ein Arschloch. So. Was du sagst, Wurzeln, Bodenhaftung, nie verlieren. Und deswegen ist es wichtig, Leute zu haben, die dir auch mal sagen, du Michel, hast aber richtig Scheiße gebaut. Weißt du? Und das sind Leute, die du schon länger kennst, so, die deine Familie, Freunde. So ein Safe Space zu haben, ist wichtig. Weil ich versuche das immer so zu sagen, du bist wie ein Tisch. Du hast ein Bein, Tischbein für Beruf, ein für Liebe, Familie. Und keine Ahnung, Freizeit. So. Ein Bein bricht weg, okay, der Tisch steht noch. Ne? Aber wenn dann alles wegbricht oder wenn zwei wegbrechen, dann wackelst du schon so ein bisschen. Ja? Und ich glaube, das ist meine Erfahrung, wenn du im Privatleben unglücklich bist, bist du auch nicht so gut im Job und kannst auch deinen Job nicht bringen. Und das ist so die Regel. Also erstmal im Kleinen, in deinem Umfeld, dir ein schönes, gutes Umfeld aufbauen. Die dich auch bewahren vor Leuten, wenn du jetzt vielleicht sehr erfolgreich bist, die nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern die auch kritische Worte sagen und man auf Augenhöhe diskutiert. Ja? Das finde ich so wichtig. Ja? Also das sollte man sich bewahren und dann kann man in die große, weite Welt raus. Am Ende müssen wir alle unsere Miete bezahlen, ne? Aber wir müssen nicht um jeden Preis jeden Scheiß machen. Das ist ein gutes Zitat. Macht nicht um jeden Preis jeden Scheiß. Wir sind alle traurig, denn das Video ist ja jetzt leider zu Ende, aber ich muss wirklich sagen, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen. Dziękuję. Und ja, also, dziękuję, ebenso. Freude auf meiner Seite und nochmal vielen Dank für die ganz schönen Geschenke, fürs Essen und beim nächsten Mal revanchiere ich mich und wir gehen Bigos essen. Das machen wir, so halten wir es fest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib so wie du bist. Ja, du auch. Weiter geht's. Weiter geht's. Tschüss. Tschüssi.